So, jetzt kommt Krebs. Oh, ich habe alles gemischt jetzt, ja. Okay. Ja, ich habe alles. Schau nicht weg. Ich habe es gemischt, ist egal. Krebs. Schau nicht weg. Der blinde Fleck. Auf deiner Seele lasten gewisse Schattenthemen. Siehst du, das ist ja dieses Schattenthema, die ich die ganze Zeit immer rede, ja? Negative Erfahrungen, die du dir nicht mehr ansehen willst, weil es einfach so schmerzhaft ist. Du hast eine schmerzhafte Vergangenheit, ja, in Sache Liebe. Aber damit machst du es dir selbst unnötig schwer. Krebs. In eine glückliche und vernünftige Liebesbeziehung zu finden. Nur wenn du hundertprozentig Krebs mit deiner Vergangenheit abschließt, dich deinen Ängsten stellst und diese dir gezielt anschaust und aufarbeitest, schaffst du automatisch Platz für Neues und Schönes. Ja, also sie sagen mir im Kopf, Krebs, gib die Liebe nicht auf. Beschäftige dich mit spirituellen Themen wie dem Resonanzgesetz oder Macht der Worte und lass das Alte endlich gehen, Krebs. Nur so, Krebs, geht es voran. Ja? Also, du erschaffst deinen Weg in Sache Liebe. Nicht jemand anderes ist schuld. Und wenn du die Vergangenheit musst du loslassen, damit es nur so geht es voran bei dir in Sache Liebe. Wow, diese Karten von der Nadine Breitenstein, Single Orakel, Kommunikation mit deiner Seele, das zeigt dir genau, wo du bist, in welchem Punkt du bist, was bei dir geschehen ist, was bei dir ist in Gegenwart, was auf dich zukommt. Ja, das ist, die Menschen sagen, ja, was Vergangenes interessiert mich nicht, aber habe ich schon gehört, ja, von einem Zuschauer. Aber, meine Liebe, viele, der Schlüssel zur Zukunft ist manchmal in der Vergangenheit. Da findest du Antworten. Das finde ich wichtig zu sagen, ja. Jetzt muss ich eine Karte für dich, ja, das Seelenpartner-Orakel, muss ich eine ziehen für dich. Gibt es auch gute Botschaft zu nachdenken. Krebs sind wir jetzt. Krebs, ja? Sehr, sehr wichtig hier. Eine Botschaft, ja? Eine Botschaft. Oh, die wollte raus. Aber ich nehme noch eine, ja? Die ist so schnell rausgekommen. Noch eine. Noch eine, liebes Universum, noch eine. Oh ja, das ist gut. Dankeschön. So, da kommt an der Seele Weisheitskarten. Ja. Wie geht es dir im Seelebereich? Krebs. Nachher kommt Löwe. Was ist los bei dir? Die wollte rausgehen, ja? Dann nehmen wir sie, ja? Was hast du noch hier? Was nagt an dich, ja? Bist du so bereit für etwas Neues, ja? Krebs, nachher kommt Löwe. Was ist los, Krebs? Jetzt im Frühling. Frühling, ja? Frühling. Krebs. Die wollte raus. Krebs, was ist los? In Sache Liebe. Mhm.
Auszeiten, Sache Liebe. Viel Veränderung kommt. Und diese Wunschpartner, ja, die du Kontakt hast, merke ich hier, Krebs, der ist zwischen zwei Stühlen, zwischen dir und jemand anderes. Ja, schau mal, Schattenthemen, diese Desillusionierung mit diesem Partner, Wunschpartner Krebs. Das ist ein Problem und Zwiespältigkeit ist ein Problem. Das sind Schattenthemen, schau mal, das sind Schattenthemen, die du anschauen musst, ja, Krebs, also du kannst, ja. Was ist noch hier für Botschaft an dich? Körperliche Berührung ist wichtig, ja, für Zukunft in Sache Liebe. Für manche ist nichts wichtiger als zärtliche Berührung. Ja? Das musst du wissen. Schätze deine Lieben. Es ist wichtig, andere von Herzen zu lieben. Wow. Und das strahlst du aber auch. Ja? Trotz allem, ja, die du erlebt hast. Und schau mal das an. Atmen. Du bist in dieser Situation, wow, du bist in dieser Situation gesegnet. Krebs, alles musste so kommen, wie es gekommen ist. Sag mir das Universum. Du bist gesegnet in deinem Weg. Hab keine Angst. Ja? Habe keine Angst um etwas Neues. Ja? Du bist gesegnet in deiner Situation, in deinem Leben. Du verdienst es, dass die wahre Liebe kommt. Und schau mal, Ich merke dieses schwer, ja, atmen, Meditation würde dich gut tun, Yoga, ich liebe Yoga, ja, sogar vom YouTube aus sehe ich Videos mit Atmung, ja, sehr wichtig, ja, wenn ich Zeit habe, ja, klar, ne, wenn Kometa Lust Zeit habe, man mache ein bisschen Yoga, das tut mir gut, oder Meditation. Und achte auf deine Atmung, sehr wichtig für dich, dass du dich wohlfühlst, ja, dass dir wieder besser geht, ja, wie ein therapiemäßig, ja. Jetzt möchte ich hier wissen, Auszeit, ja. Auszeit. Du brauchst diese Auszeit für einen Neubeginn. Deswegen musst du dich Energie tanken, ja, und auf dich schauen, Umzug. Auf dich schauen, wow, die ist geflogen. Ja, ja, auf viel Veränderung, auf emotionale Basis auch. Ja, genau. Und Neumondphase ist ein neuer Zyklus für dich. Bei nächster Neumondphase, ja, das ist ja ein Beginn, ein Zyklus bei dir. Und du hast Angst, dass diese Wunschpartner jemand hast, du hast gespürt, ja, am kleinen Spitz vor deiner Nase hast du gespürt, dass jemand nicht, du bist nicht die Einzige, das stimmt. Ja? Aber hab keine Angst. Entscheide klar, was du willst, damit es zu dir kommen kann, sagen sie mir. Du hast den Schlüssel. Schau mal das an, mit Sicherheit. Schau mal das an. Mit Sicherheit. Schau mal diese Karte an. Eine Geschichte. Mit Sicherheit. Schlüssel steht für Sicherheit. Plötzlich steht, dass der richtige Partner, Hauptperson, ein Mann oder eine Frau, das ist eine allgemeine Legung, Krebs, vor dir, Schicksal, alles Schicksal, Herzensangelegenheit, es geht um Liebe. Wow. Aber alles entwickelt sich langsam bei dir, Krebs, verstehst du? Alles entwickelt sich langsam bei dir. Hab Geduld, ja? Du kommst dahinten, dass der Wunschpartner, dass du nicht allein mit diesem Partner, also dass er auf zwei Stühlen steht und zwischen dir und jemand steht und deswegen, ja. Jetzt möchte ich mir gerade wissen hier. Krebs. Hier. Schau nicht weg. Ja? Das ist die Botschaft an dich. Schau nicht. Oh mein Gott, heimlicher Verehrer Krebs. Du kennst diese jemand, das ist dein Umfeld, deine Umgebung, vielleicht auf der Arbeitsplatz. Du kennst diese jemand. Wunder wird geschehen. Letzte Karte. Krebs, heimlicher Verehrer. Mach die Augen auf. Du kennst diese jemand, glaub schon. Ja?
Alles, alles Liebe. Löwe kommt. Tschüss.